Moin und willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge Minecraft Fake Häuser mit mir, dem Aerosol HD und dem guten alten Lars. Hi, hi, hi. Hallo, ich bin auch dabei. Mit unserem Special Guest, dem Lars, der hat noch nie Fake Häuser ja, gespielt. Ich habe keine Ahnung, was es hier geht, aber ich rede hier mit dem netten Herrn. Wer ist genau, es überhaupt? Das hallo, ist, der alte Jenkins, der schaut heute zu als Schiedsrichter, dass er natürlich guckt, dass alles klar läuft. So, meine werten Damen und Herren, wir haben etwas ganz Besonderes vorbereitet. Und zwar habe ich nämlich Lars alle Spielregeln erklärt, beziehungsweise Lars wusste sie nämlich schon, weil er nämlich Fake Häuser kennt und liebt und er findet, das ist das beste Projekt auf ganz YouTube. Hat er mir gesagt. Okay, es sieht so aus. Wir haben hier zwei wunderschöne Häuser. Heute haben wir uns nämlich ein bisschen mehr Zeit gegeben und dann haben wir halt neue hübschere Häuser gebaut. So, Lars, das ist dein Haus, ne? Wir haben sogar so NPCs hier hingestellt, wo dann gezeigt wird, welches Haus wem gehört. Pass auf, okay, ich würde es jetzt einfach mal simpel und easy halten, ne? Willst du anfangen, mit meinem Haus zu spielen oder soll ich als erstes in deinem Haus eine Runde spielen? Ich würde sagen, du darfst zuerst bei mir, okay? Okay, ich darf zuerst bei dir, alles klar. Das heißt also, kann ich schon anfangen? Komm, zieh runter von 3 zu 1. Okay, dann 3, 9, 4 und los! Okay, hast du hier bestimmt irgendwo einen doppelten Boden oder sowas eingebaut oder sowas? Nee, warte mal, vielleicht kann ich auch einfach durch die Eingangstür... Achso, im Übrigen, Leute, wir hatten uns diesmal ein bisschen mehr Zeit gelassen, um die Häuser zu bauen. Ja, nur, dass ihr Bescheid wisst. Die auch ein bisschen hübscher aus gerade. Hörst du das Ticken? Ja, das ist aber... Das ist eine Bombe, ist das? Eine kleine Bombe hast du hier eingebaut, so muss es aussehen, ha? Huh? Oh, okay, ich bin drin. Ah, interessanter Eingang, Lars. So, warte, ich beobachte dich jetzt. Kleiner Fernseher, ein bisschen Inneneinrichtung, schöne Sache. Vielleicht muss ich irgendwie durch die Spüle laufen oder sowas. Vielleicht muss ich mich vielleicht die Toilette runterspülen. Klo runterspülen. Ja, wollte ich auch gerade sagen. So, jetzt muss ich halt gucken, wie ich hier weiterkomme. Okay, du hast ja auch einen Balkon hingebaut und sowas, alles klar. Muss ich vielleicht aufs Dach oder sowas? Lars, muss ich aufs Dach? Das kann schon sein, kann ja. Kann gut möglich sein, sagst du. So, warte mal, guck mal, man kann jetzt hier drauf. Nee, aber das ist ja nicht richtig, wenn ich da lang gehe, ne? Wo muss ich lang, Lars? Kannst du mir einen Tipp geben, wo ich vielleicht lang muss oder so? Wollen wir heiße. Oh Gott, was? Alter, das ist ja gerade richtig random gewesen. Okay, jetzt musste ich also hier in die Wand rein. Oh mein Gott, was ein gutes Versteck. Okay. Alter, was ist das? Okay, jetzt geht's los. Was ist das? Was? Oh, gar nichts ist das. Was ist... Oh mein Gott, da ist irgendwas gezündet. Oh mein Gott! Was ist passiert, Alter? Was? Bist du tot? Alter, ich bin fast gestorben, Oh Mann, Alter. Warum bist du denn nicht gestorben? Junge, ich glaube, ich habe die Hälfte deiner Map hier gerade eben weggesprengt, Mann. Achtung. Okay, warte, ich mach mal weiter. Oh mein Gott, funktioniert die Map überhaupt noch, Mann? Ja, okay, sollte. Okay, funktioniert noch. Ich habe den Apfel gefunden. Ja. Lass uns deine Map nicht. Einfach falsch gebaut. Oh mein Gott, ich bin gestorben. Ja, so falsch war es dann doch nicht, ne? Oh nein! Oh mein Gott, Lars, ich glaube, wir haben vergessen wahrscheinlich TNT-Explosion ein bisschen auszumachen und dadurch ist wahrscheinlich alles geplatzt oder alles kaputt gegangen. Oh nein! Warte mal, wie sah das jetzt aus? Das sah doch ganz nice aus, oder nicht? Ja, das sah ganz nice aus, aber ich hab das Oh mein Gott, du hättest schon sagen müssen, dass du TNT benutzt hast. Jetzt ist deine ganze Map gesprengt worden. Ja, hast du noch mehr mit eingebaut gehabt? Nee, denkst ne? du, das ist schlimm? Nee. Okay. Ist schon in Ordnung so. Magst du Pommes? Nein oder ja? Und dann musste ich hier nach ja und dann musste ich hier wahrscheinlich runtergehen. Oh mein Gott, wie abgefahren ist das denn? Ich habe einfach deine ganze Map gesprengt, ey. Oh nein. Okay, beim nächsten Mal müssen wir uns auf jeden Fall merken, Leute. Für die nächste Map müssen wir auf jeden Fall TNT ausschalten. Schreibt uns das gerne in die Kommentare. Oh Mann, Alter. Hey, ich glaub, so ein runter von meinem Rasen. Okay, jetzt bist du von aber meinem dran. Nein, das ist erstens kein Rasen und zweitens ist es mein Rasen, Alter. Also jetzt geh aus dem Game Mode raus, bin Game ich, Mode bin 0 ich. Und bin ich schon. Mach dich bereit. Okay, in 5, okay, ich bin bereit. 9, 7, los! Lars macht sich auf die Suche. Du kannst ja versuchen, vielleicht dann... Guck mal, der Aerosol guckt dich richtig an. Komm mal, der Aerosol schaut dir so richtig an. Komm, such jetzt den Eingang, Lars. Gib dir Mühe. Oh, es hat Mann. Auf jeden Fall... Alter, was sind das hier für Zäune? Das sind crazy Zäune, gell? Ja, das sind hier sogar mit so richtig schönen Gardinen Fall. Und sowas habe ich hier mit hast eingebaut hier, und sowas. Hast du hier auch eine doppelte Tür drin? Tja, da musst du mal gucken, ne? Das ist immer so eine Sache, da musst du schauen. Warte mal, ich gehe mal in den Game Mode 3, dann kann ich den Leuten gleich so einen kleinen Preview geben, wie man hier reinkommt. Er wollte mich... Warte mal, also...
suchst du immer noch den Eingang, sagst du? Ja, oh, ich habe gerade gedacht, du stehst hier, aber das ist nur der Fake Arasul. Es ist eigentlich total simpel. Pass auf, Lars. Du hast dich ja... Heiß. Oh mein Gott, du bist reingekommen. Okay. Damit kommst du sozusagen ins Wohnzimmer rein. Oh mein Gott, da kannst du dich... Du kannst so durch die Dings glitten. Du kannst also durchgucken, wenn du in den Fake-Blöcken stehst, kannst du dich so durchglitschen. Das darf man aber nicht machen. Ich habe aber auch nichts gesehen. Ich hab nur was Böses gesehen. Bock auf eine Pizza? Warte mal, ich kann da drin ist gar keine Pizza, das ist ein Kuchen. Ich kann dir eine Pizza geben, Bro. Warte. Ah, nee, wir haben gar keine Pizza in dem Modpack drin, sorry. Oh, Mann. Ich will Pizza. Es gibt hier einen weiteren Weg, wo du durchgehen kannst. Aber es gibt keine weiteren Items. Also, Items gibt's keine. Musst du weiter gucken. Also, Items gibt's für heute keine. Musst du weiter schauen. Aha, da hast du jetzt einen Tisch. Aha. Aber der Tisch ist ja auch nichts Interessantes. Genau. Was machst du hier für komische Experimente? Na, ich sorge mal dafür, dass ich hier ein bisschen Archäologie mache. Archäologie mit Blumen, gell? Okay, so. Hier sind Betten, die sind ganz gelb, die waren vorher weiß. Genau, dann haben richtig. Wir hier da wurde ein bisschen zu viel drauf geschlafen. So. Oh mein Gott! Oh mein Gott, okay, du bist in den Schornstein reingefallen. Oh mein okay. Gott, ich bin du volle bist, Kanne erschrocken Du bist gerade. Wie der Weihnachtsmann jetzt in den Schornstein reingefallen. Miese Brise. Okay, Lars, dann gehen wir weiter. Und oh mein Gott, was denn? Willkommen im unteren Bereich. Jetzt bist du sozusagen bei einem Dead End Ahead. Genau, hinter dir ist Lava. Und du musst schauen, wo du lang musst. Dann musst du mal gucken, was du jetzt noch für Möglichkeiten hast. Ich will wieder zurück. Also nach oben kommst du, glaube ich, nicht mehr, mein guter Freund. Aber du bist gut runtergefallen. Okay, soll ich dann hier... Ich gehe jetzt hier einfach rein. Nein, du musst nicht in die Lava. Was tust du? Was tust du, Lars? Oh mein Gott, ey. So ein richtiger Dumbo. Warum springst du denn in die Lava? Warte, kannst du mich mal zu dir holen? Ah, oh mein Gott. So, zweites Leben. Du hast nur 3 Leben insgesamt. So, du hast ein Leben schon weg. So, jetzt schau mal ganz genau nach. So, wo kann man... Aha, da ist noch ein Fake-Block gewesen. Super. Jetzt hast du hier auch nochmal ein Dead End Ahead. So, was tust du, Lars? Komm, nix. Streng dich an. Oh. Ja, genau. So, da bist ist du hier richtig. Und zack. Okay, dann schau weiter und alle hopp, da fällst du jetzt da runter. So, jetzt musst du weiter gucken, wo du hin musst. Genau, richtig. Hä? Jetzt bist du so ein bisschen im Nichts, gell? So ein bisschen im Nirgendwo. Ja. Und es klackert die ganze Zeit. Oh mein Gott, aber das Klackern ist eigentlich nicht richtig. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein, meine Konstruktion funktioniert gerade nicht. Wo bin ich denn jetzt? Okay, warte, meine Konstruktion, die werde ich gleich später wahrscheinlich so machen lassen. Lass dich nicht vom Klacken, wo bist du eigentlich gerade da? Okay. Ich weiß nicht, wo ich hier lang muss, das geht hier nicht weiter. Doch, du bist da schon richtig. Geh dann nochmal hin. So, und jetzt versuch mal alle möglichen Richtungen so ein bisschen aus. Genau, da bist du jetzt weiter. So, jetzt versuch mal in jede mögliche Richtung so ein bisschen zu gehen und so. Und du kannst es auf jeden Fall schaffen. Oder spring mal hoch nochmal. Spring mal nochmal die Etage hoch, zurück sozusagen. Geh mal zurück. So, und jetzt... Ja, aber es geht nicht. Jetzt stell dich da mal hin und schau mal nach rechts dann. Und dann spring mal nach rechts oben. Ja, genau, darunter, genau, ja, siehst du? Hä? Ja, das ging aber irgendwie nicht gerade. Natürlich funktioniert das, du musst dich nur ein bisschen mehr anstrengen. Komm, gib Gas. Hä, nein, das geht nicht. Da wartet ein Freund auf dich, komm schon, geh jetzt runter. Warte. Wo bist du denn gerade? Genau, so. Da bist du auf jeden Fall schon mal richtig. Ich bereite schon mal hier was vor, so. So, okay. Bist oh mein du Gott, ready, ich hab's, glaube ich. Hast du's? Ich hab's, ich bin da. Genau, super machst du das, Lars. So, oh, jetzt bist du auf die Pressure Plate drauf, genau. Hey. Da passiert aber gar nichts. Ja, ich weiß, warte, jetzt geht's. Aui, Baui. Aui, oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, ich hab ihn. Hast du den Apfel gefunden, ne? Ich wurde einfach da reingeschossen. Ey, wer jetzt, ist das? Jetzt musst du aber wieder rausfinden. Das ist übrigens der Dings, der Unterhosenmann. Das er hat ist gesagt, der gib mir Feed. Einen Kuss, Lars. Gib mir einen Kuss, Lars. Komm, Lars, gib ihm einen Kuss. Hier hast Stinky. Du ein paar Pfeile. Lars, du musst ihm einen Kuss geben, um das Level zu gewinnen. Okay. Irgendwie fühle ich mich so ein bisschen eklig gerade. Izzy hat auch schon den Stinky Feet geküsst. Sie hat ihn sogar schon geheiratet. So, Lars, es gibt noch eine Möglichkeit rauszukommen. Komm, nimm mal den Weg zurück. Nimm mal den Weg zurück. Es gibt noch eine Möglichkeit rauszukommen, genau. Und dann läufst du da lang. Und jetzt pass auf. Es gibt eine andere Möglichkeit. Nicht so weit zurück, sondern geh mal wieder runter zu dem einen Ort. Genau. Geh komplett zurück. Zurück. Genau. Komplett zurück. Ja, bin jetzt zurück. Bist du hier. Jetzt weißt du, was du. Genau. Oh! Das hier. Oh, Alter. Genau. Das hier. Hä, war das war doch Anfang, eben gar nicht. Nee, das war von Anfang an schon da. So. Und das Allerlustigste daran ist, du gehst da jetzt. Geh da mal hin. Geh da mal durch. So. Als ob. Und jetzt da hoch. So. Und du bist wieder
dein Wohnzimmer. Herzlichen Glückwunsch. Und jetzt gehst du wieder raus aus dem Haus. Geh wieder raus aus dem Haus durch den einen Ort, wie du reingekommen bist. Das war rechts neben der Uhr, war das. Ja, genau. Ja, stimmt. Genau hier durch. Und du bist raus aus dem Fake-Haus. Das war mein Fake-Haus, Lars. Wie hat's dir gefallen, Mann? War cool? Ja, auf jeden Fall. Das mit den Blöcken unten drin, das war mega nice. Das war mega lustig, gell? Ja, ja, Mann. Das Problem bei mir war jetzt leider gerade, dass ich die Map halt von Lars gesprengt habe. Beim nächsten Mal wird uns das nicht passieren, weil jetzt natürlich ein bisschen schade. Aber wir hoffen natürlich trotzdem, dass die heutige Folge euch gefallen hat. Falls ja, das schaut auf jeden Fall in meinem Shop vorbei. Wenn ihr Bock auf mehr habt. Es gibt ein wunderschönes neues Dingsabums. Was wollte ich jetzt eigentlich gerade sagen? Ach, ich weiß es gar nicht mehr. Gebt einen Daumen nach oben auf dieses Video. Man sieht es hier in der nächsten Folge wieder. Fake-Häuser wieder. Haut rein, Leute. Ciao!